Spectre-Bonus. Spectre-Training und Schmeicheln und Einschüchtern-Talente freigeschaltet. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben uns erarbeitet den Titel des Spectres tragen. Oh, wir haben sogar einen Punkt auf Einschüchtern gekriegt. Den Titel des Spectres tragen zu dürfen. Wir haben auch ein Verbessern des Discounts in Läden erreicht. Wunderbar. Und ich gehe direkt mal hier drauf. So, damit wir auch jederzeit die Gesprächsoptionen frei haben. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind der erste menschliche Spectre. Ging dann doch relativ einfach. Aber wir wurden ja von Anfang an eigentlich fast schon da rein gezwängt in diese Rolle. Also, eigentlich hatten wir ja gar keine richtige Wahl. So, das will ich auf jeden Fall mal haben, dass wir die Squad-Mitglieder wiederbeleben können. Und ansonsten könnten wir das Sturmangriffstraining dann mal angehen. Nahkampfschaden. Ich weiß immer noch nicht, wie wir Nahkampf machen. Das wäre immer noch nicht bekannt, wie das geht. Schildboost wäre eine Option. Hier hatten wir erste Hilfe. Könnte man machen. Sturmgewehr. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen, um die Schrotflinte freizuschalten. Können wir das denn irgendwie... So? Nein? Gar nicht? Schade. Ich weiß nicht, wie wir die freischalten können. Wird wahrscheinlich noch irgendwann gehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal ein bisschen auf das Spectre-Training. Haben wir jetzt schon relativ weit gemacht. Aber erhöht halt auch Schaden und Dauer aller Talente, ne? Verbessert Gesundheit, verbessert maximale Präzision, Regeneration der Präzision. Da mache ich auch noch den letzten Punkt hier drauf, den wir gerade vergeben können dafür. Na eben, weiter kann ich nicht. Aha. Gut, und dann gehen wir nochmal hier eins auf die Kampfpanzerung und dann mal ein bisschen auf das Sturmangriffstraining. Dann haben wir unsere Angriffswerte doch deutlich erhöht. Bisschen im Abtrünnigen sind wir, aber deutlich stärker im vorbildlichen Bereich. Gefällt mir sehr gut. Ich habe mich immer gefragt, ob die Turianer den Genophage von allein eingeleitet haben. Oder ob der Rat sie insgeheim dazu ermutigt hat. Was er damit meint, werden wir später noch erfahren. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das in diesem Spiel überhaupt thematisiert wird, aber wir werden noch erfahren, was damit gemeint ist. Wir haben versucht, organische Umgebungen für unsere Flottille zu gestalten. Aber wir haben einfach nicht genug Platz für etwas so Großes. Ja, die Turianer. Die Turianer, wir sehen schon, auch die Turianer stecken in einem Ganzkörperanzug. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Immunsystem der Turianer praktisch bei Null ist. Sie würden sich sofort mit Krankheiten anstecken, wenn sie ohne Anzug herumlaufen würden. Deswegen ist der Schutzanzug nötig, um nicht krank zu werden, um sich nichts zu tun. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Können wir hier endlich sprechen. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Position als erster menschlicher Spectre-Commander. Sie werden Ihre Sache ganz sicher gut machen. Tut mir leid. Ich glaube nicht, dass wir uns bereits kennen. Mein Name ist Admiral Kahoku. Es ist höchste Zeit, dass die Allianz einen unserer Leute als Spectre abstellt. Wir brauchen Leute wie Sie, die sich um unsere Probleme kümmern. Was für Probleme, Admiral? Ich werde von bürokratischen Arschlöchern festgenagelt. Nichts Neues. Vielleicht können Sie mir helfen, Shepard. Eines meiner Aufklärungsteams sollte seltsame Aktivitäten in der Traverse untersuchen. Wir haben gestern den Kontakt verloren. Und jetzt bekomme ich keine Genehmigung für eine Untersuchung, weil es auf einmal Sperrgebiet ist. Aber das gilt nicht für Sie, Shepard. Spectres können überall hingehen. Sie könnten herausfinden, warum der Kontakt zu meinem Team abgerissen ist. Ich finde Sie, Admiral. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich hatte keine andere Option mehr. Ich werde hier bleiben und versuchen, durch die offiziellen Kanäle etwas herauszufinden. Allerdings mache ich mir diesbezüglich keine Illusionen. Gut, ein neuer Auftrag für uns. Ich werde die letzten Standortdaten meines Teams auf Ihr Schiff hochladen. Vielleicht finden Sie etwas heraus. Natürlich. Ein neuer Auftrag für uns. Wir schauen auch noch mal ganz kurz bei den Botschaften vorbei. Nein, du sollst nicht die Waffe auspacken. So, denn ich möchte Botschaften, genau. Ich möchte ganz kurz dort noch vorbeischauen, weil im Café noch eine Dame war, die vorher nicht mit uns sprechen wollte. Die sollte jetzt aber, da wir ein Spectre sind, schon etwas gesprächiger sein. Ich weiß gar, ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was die von uns wollte. Aber in
jeden Fall sollte das jetzt funktionieren, da mein Spectre rumläuft hier. Dass Shepard jetzt diesen Rang hat. Speichern wir mal sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Lassana. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Okay, geht doch noch nicht. Weiß nicht, ob mit dem Barmann vielleicht noch irgendwas. Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen anbieten? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Gut, das hatten wir alles schon. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nichts Neues. Ich wollte noch mal kurz schauen, den hier drüben, den hatten wir schon. Ja, den hatten wir schon. Den Keeper. Okay. Dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich direkt zum Turm aufbrechen. Denn wir haben ansonsten vorerst hier nichts mehr zu tun, was wirklich von Wichtigkeit wäre. Alternativ können wir natürlich auch nochmal in Koras Nest gehen und dort mit dem General reden. Denn den sollten wir jetzt überzeugen können, würde ich denken. Ich glaube, das machen wir nochmal schnell. So, Bezirke. Koras Nest. Und los geht's. Der Radar zeigt nichts an, das heißt, wir haben erstmal nichts zu befürchten. Musik ertönt wieder. Die Hütte ist wieder voll. Jetzt. Was war das denn? Tänzerinnen genießen bei meinem Volk höchsten Respekt. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Frauen nicht besonders angesehen sind. Nee. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Gut, nochmal speichern. Commander, was wollen Sie? Ich bin in Shairas Auftrag hier. Ihre Lügen tun ihr weh. Gut! Ihre Lügen bringen mich seit Tagen um. Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Ist dies der große turianische General? Wie konnte Ihr Volk uns jemals besiegen? Ich bin vielleicht betrunken, Kogana, aber Sie sind hässlich. Und morgen bin ich nüchtern. Verschwinden Sie, wenn Sie kein Heilmittel gegen meine Magenschmerzen haben. Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Und Bingo, wir können es auswählen. Haben Sie jemals eine Schlacht in einer Bar gewonnen, General? Ha, Krieg! Genau so fühlt es sich an. Wie konnte es nur so weit kommen? Denken Sie, das wäre leicht? Sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Es ist besser, als den ganzen Tag herumzusitzen. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum sollte er so etwas denken? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Wem bringe ich es und wo ist er? Wissen wir schon. Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie? Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Okay, wir haben es geschafft, den General zu überzeugen. Das lief doch besser als erwartet. Und den Elkor, den kennen wir ja bereits, denn der war der Erste, der uns auf Shaira gestoßen hatte. Von dem haben wir die ganze Sache ja erst erfahren, weil er sich eben beschweren wollte bei seinem Botschafter, dass er von Shaira mit... dass seine Geheimnisse da preisgegeben wurden. Moment, gab's denn nicht eigentlich... Gab's denn nicht so ein Schnellreiseding? Ach ja, klar. Ich stehe auch direkt davor. Dann gehen wir nämlich nochmal kurz zu den Botschaften und machen das noch fertig.
danach vielleicht nochmal zur Konsortin. Ich weiß nicht, ob sie uns noch irgendeine Belohnung gibt. In jedem Fall können wir hier noch schnell die Sache abschließen und dann werden wir, nachdem wir das Quest beendet haben, auch in Richtung Ratskammern aufbrechen. Nee, nicht Rat. Wir wollen ja zur Botschaft gehen, ne? Da sind wir ja eigentlich genau richtig hier. So, da drüben schauen wir gleich rein. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Sie irren sich. Wenn Sie uns nicht glauben, sehen Sie sich das hier an. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Aber stellen Sie sicher, dass Shaira von jetzt an rausgehalten wird. Verpflichtet zustimmend. Es ist offensichtlich, dass die Konsortin keine Schuld trifft. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Ich bin sicher, dass sie Ihnen vergeben wird. Sie haben nicht bösartig gehandelt. Leise daran zweifelnd. Ich hoffe, Sie haben recht, Menschen-Commander. Ich würde es mir sehr wünschen. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ha! Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Volus-Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich aus welchen Beweggründen. Kein Ding, kein Ding. So, schauen wir mal kurz hier rein. Nein, hier sieht es ziemlich leer aus. Das heißt, wir müssen hier nicht hin. In Ordnung. Wir können ja gleich nochmal im Questlog schauen, wo wir eigentlich hin sollen. Auf jeden Fall will ich noch mal ganz kurz bei Shaira vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendeine Belohnung gibt. Kann aber durchaus sein. Wir haben ihr geholfen. Sie hat ihren Namen wieder reingewaschen gekriegt. Und eigentlich müsste sie sich ja irgendwie erkenntlich zeigen bei uns, ne? Präsidium. Gemächer der Konsortin. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, wo die letzten Keeper sind, die 6 Stück. Okay, kommen wir denn direkt so durch? Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Sieht gut aus. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich... Wir können einfach reinspazieren, großartig. Nein, nicht seltsam. Und wir haben ein Ausrufezeichen, das heißt, wir sind richtig. Aber du bist die Erste deines Volkes, der es so ergeht. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Einen schnellen Fick. Nein, natürlich nicht. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ich sehe, dass Ihnen Ihre Uniform passt, als ob Sie in sie hineingeboren wurden. Sie sind ein Soldat, durch und durch. Stolz, eigenständig, einsam. Aber es gibt Ihnen Stärke. Diese Stärke hat Sie überleben lassen, als alle anderen sterben mussten. Nur Sie haben überlebt und Sie werden weiter überleben. Das ist es, wer Sie sein könnten, aber nicht, was aus Ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für Ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Das war jetzt nichts, was wir nicht schon wussten eigentlich, ne? Oh. Sie haben ein ganz besonderes Talent, Shaira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Hier, Commander, als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Was ist das? Ein kleines Geheimnis.
Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Okay, ich weiß nicht, was wir gerade für ein Schmuckstück bekommen haben. Aber vermutlich wird es schon irgendwas von Bedeutung sein. Wir sehen, wir haben noch eine ganze Ecke an Nebenaufgaben auch hier abzuarbeiten. Keeper-Scan ist klar. Wunsch der Reporterin müssen wir auch noch irgendwas machen. Mit dem Korruptionsskandal weiß ich gar nicht. Schlüsselgegenstände, Fists, OSD. Wir haben Fists doch abgemurkst. Da hätten wir doch da was finden müssen, oder? Ist es vielleicht in einem Schrank in seiner Nähe? Ich weiß es gar nicht so genau. Jalids Angst müssen wir auch noch machen, natürlich. Was haben wir hier noch? Der Report. Gut, das ist alles nicht mehr auf der Citadel dann. Und die vermissten Marines auch nicht. Wir schauen mal kurz hier. Wir haben... zur Belohnung... Okay. Können wir das ein bisschen ausführlicher haben? Mit dem Botschafter sprechen. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit ihm in der Andockbucht der Allianz. Dorthin gelangen Sie über... Stimmt, wir sollten zur C-Sicherheit und uns erstmal ausstatten lassen. Vom Spectre-Ausstatter. Der ist genau in dem Flügel, den wir vorhin noch gemieden haben in der C-Sicherheit. Und diesmal werden wir da natürlich hineintreten. Vorhin hätte es dort einfach noch nichts zu uns gegeben, weil wir noch kein Spectre waren. Aber ich jetzt bin häufiger hingegangen, als es noch das Arcos war. Shepard hat seinen Titel und deswegen geht's in die Bezirke, in die C-Sicherheit und zum Spectre-Ausstatter. Hier drüben. So, und bei dem gibt es teure, aber auch gute Ausrüstung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Noch einen Keeper, das ist sehr schön. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. So, jetzt haben wir etwas mehr zur Auswahl als noch vorher. Zum Beispiel hier Onyx. Kostet halt 14.000. Das Zeug ist schweineteuer. Schweineteuer! Wir können aber auch hier mal schauen. Die sind nicht ganz so teuer. Die mittelschweren Stufe 3 können wir uns aber immer noch nicht leisten. Ist halt alles noch ein bisschen außerhalb unserer Reichweite. Schaut mal, die Scimitar 3, die haben wir gefunden. Die kostet 6.650, also das ist schon noch ein bisschen über unserer Stufe, was wir hier so haben. Und momentan können wir uns einfach nichts davon leisten. Die Lizenz, die können wir uns leisten und die nehmen wir auch mal mit. So, ich weiß nicht, ob dadurch jetzt hier auch mehr dazu kommt. In jedem Falle kommt auf der Normandy dann bei dem Verkäufer dann einiges noch dazu. Schauen wir nochmal kurz hier mit den Bio-Verstärkern. Ich weiß gar nicht, ob die uns jetzt was bringen. Eingeschränkt, verbreitet, was? Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Man weiß es nicht, aber ich will es jetzt auch gar nicht haben, denn sonst haben wir gar kein Geld mehr übrig. Ich nehme an, hier können wir nicht irgendwas mitnehmen. Nein. Gut, dann nehmen wir den Aufzug und starten nach oben durch, denn oben an der Andockbucht erwarten sie uns bereits. So, ich bin mal gespannt, was die beiden miteinander reden. Ich weiß nicht mehr, was die für eine Beziehung zueinander haben. Großartige Musik auf jeden Fall mal wieder. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Oh, schade.
Ich hatte gehofft, dass die beiden miteinander reden und wir nicht hier die Nachrichten bekommen, aber sieht halt nicht so aus. Mir fällt gerade mal wieder auf, Talia hat ein wahnsinnig breites Becken. Das sieht echt merkwürdig aus. Aber gut, was soll's? Warum nicht? Kann man machen. Das sind ja halt auch keine Menschen, ne? Die müssen ja nicht dieselben Proportionen wie Menschen haben. Dementsprechend sehen sie halt ein bisschen anders aus. Die Füße sind auch ganz putzig. Wir sehen auch, die haben sowohl bei den Kroganern, bei Rex, als auch bei Tali als Quarianerin, gehen die Beine so nach hinten weg. Ich weiß nicht, ob das irgendwie besonders stabil ist oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber gut, sollen sie machen. Wir sind oben. Shit, wir haben den falschen Aufzug genommen. Nö. Mann, vorhin habe ich noch den anderen genommen und jetzt nehme ich den, der mich hierhin führt. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Das ist ein bisschen sehr damage. Gut, dann fahren wir nochmal nach unten. Ich hätte es jetzt natürlich auch schneller machen können, indem ich einfach den Schnellreisepunkt genommen hätte. Aber gut, was soll's? Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Ach ja, die Hanar. Ich kann mir ehrlich gesagt Protestierende der Hanar nicht so richtig vorstellen. Ich weiß nicht, wie die rüberkommen, wenn sie wütend sind, aber bei den Hanar ist es eben so, die Proteaner werden von ihnen als eine Art Götter angesehen, und zwar werden sie von denen als Entflammte bezeichnet. Mit den Proteanern ist es so, die waren halt noch ein ganzes Stück weiterentwickelt, als das die Asari sind, die ja hier die älteste Rasse sind, die am weitesten entwickelte Rasse. Dementsprechend waren ihre Biotikfähigkeiten anders und noch viel besser, als das bei den Asari der Fall ist. Aber werden wir alles noch im dritten Teil irgendwann sehen. Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Diese genetische Sterilisation ist die Genophage, die bereits von Rex erwähnt wurde. Das wird ein ganz, ganz großes Thema, vor allem im dritten Teil dann. Wenn man nämlich dann auf den Planeten der Kroganer geht, ich habe gerade den Namen von dem Planeten vergessen, denn dann wird genau das zum Streitpunkt und zu einem Punkt, bei dem man sich entscheiden muss, was man tut. Aber nun erst einmal sind wir noch ganz am Anfang und sprechen mit Udina und Anderson.